Moin Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearts of Iron 4. Wir sind immer noch im Vereinigten Königreich und sind immer noch am Pläne schmieden. Ich habe mal, wie ihr seht, ein paar Angriffspläne gemacht in der Zwischenzeit. Wir haben ja das Problem, dass wir auch noch keine Transportflugzeuge haben, was ich leider total vernachlässigt habe. Das habe ich einfach nicht bedacht. Unsere Fallschirmjäger sind schon hier, sind auch auf dem Weg jetzt zum Flughafen, aber trainieren halt im Moment einfach noch ein bisschen, weil sie halt nichts zu tun haben. In der Zwischenzeit habe ich mal diese drei Armeen hier, die übrigens genau unserem Limit für die Invasionspläne entsprechen, angewiesen, die sollen, sobald sie können, genau diese drei Häfen angreifen. Hiroshima, Osaka und Tokio. Dafür werde ich dann auch noch dieses Gebiet absichern mit meiner Flotte und hoffen, dass wir wenigstens eine dieser drei Städte sichern können und den Hafen erobern können. Wenn ja, haben wir nämlich die Basis, um Japan einzunehmen. Ich lasse gleich mal laufen, denn viel haben wir jetzt unmittelbar erstmal nicht zu tun. Und ich sollte mir mal einen Überblick verschaffen. Wir haben hier die Armee, wir haben die Armee. Und diesen einen Trupp hier schließe ich einfach mit der großen Armee da drüben an. Ansonsten, ja, die hier brauchen eine andere Farbe. Das habe ich gerade noch vergessen. Also ich habe die eine Armee aufgeteilt, wie ihr vielleicht gemerkt habt. 42 Tage bzw. 38 Tage. Muss ich gucken, ob ich die gleichzeitig losschicke oder nicht. Läuft's hier? Die Sowjets rücken auf Warschau zu. Das wird wahrscheinlich bald fallen, so wie es aussieht. Königsberg haben sie schon. Das polnische Kerngebiet ist so gut wie gefallen, leider. Schade. Halt, die scheinen wirklich unter dem Druck einfach zu fallen. Ich bin gespannt. Ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich noch auf einen Konflikt zwischen Demokratie und Kommunismus hinauslaufen. Weil ich es halt lustig finde, dass das nationalistische Spanien auf unserer Seite sein... das republikanische Spanien natürlich auf unserer Seite stehen wird, weil sie Teil der Alliierten sind. Das heißt, die eine kommunistische Nation wird gegen alle anderen kommunistischen Nationen kämpfen. Voraussichtlich. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Aber wenn wir gerade schon mal dabei sind, mittlerweile sollten doch die ersten Transportflugzeuge fertig sein, oder? Eins. Wow, eins ist fertig. Okay. Legen wir mal das Limit hoch. Oh, die Türkei hat sich angeschlossen. Okay, Moment, wir haben hier die Truppen. Also die werden sich jetzt aufrüsten, da werden jetzt einfach die Flugzeuge nachgeschickt, sobald sie fertig sind. Und die Türkei hat sich in diesen Krieg eingeschaltet und das ist interessant. Hat sich den Achsenmächten gerade angeschlossen, da sollten wir definitiv mal ein bisschen mitspielen. Wir haben noch unsere Truppen hier aus Rhodos, die immer noch einen Angriffsbefehl hat, der schon längst erfüllt wurde. Was irgendwie interessant ist. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier rüber. Perfekt, Rhodos ist eine schöne Basis, finde ich. Jetzt kann ich mal wieder aktiv Krieg führen. So. Ach, wisst ihr was, das wird jetzt ein bisschen gemicromanaged. Ich habe da jetzt gerade Lust drauf. Stopp. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sondern darum marschieren. Und die letzten drei, ach, ob die schicke ich nochmal so ein wenig verteilt. Wie viele Truppen haben die eigentlich, die Türken? Och, das geht noch. Gegen uns alleine hätten sie jetzt gerade eine Chance, weil wir keine Truppen in der Nähe haben. Aber ihr seht schon, die sind schon auf dem Weg. Die holen sich jetzt gleich Istanbul. Also, das werden die nicht lange durchhalten. Und ich werde vermutlich auch bald in die Offensive gehen. Stark. So, also ich werde wahrscheinlich gleich die Truppen so einstellen, dass sie einfach stürmen. Das Gebiet geht halt komplett an Griechenland, was auch irgendwie ganz interessant ist eigentlich. Dass wir eigentlich nichts davon in unsere Hand bekommen. Aber gut. Wir kriegen trotzdem, denke ich, Warscore dadurch. Auch wenn der Warscore noch nicht so gut gehandhabt ist in dem Spiel teilweise. Der ist ein bisschen blöd gemacht. So, zack, zack, zack. Die sollen dann gleich weiter nach Izmir. Die sind auch auf dem Weg, das ist gut. Und hier teile ich die gerade einfach mal auf. Damit die sich gar nicht erst erholen können. Die gehen da runter, die werden gleich dastehen. Das klappt doch ganz gut bislang. Ich überlege dann, ob ich gleich erstmal stehen bleibe oder weiter vorrücke. Das muss ich mir dann überlegen. Gucken wir mal, was unsere japanischen Sachen machen. Das dauert noch ein kleines bisschen, noch 10 Tage, bis die bereit sind für die Invasion. Das finde ich gut.
Schauen wir mal, was unsere Truppen hier in der Türkei machen. Die gewinnen auf ganzer Linie bislang. Finde ich gut. Ich würde sagen, drängen die hier einfach erstmal weiter zurück. Zack, zack. Muss die ein bisschen aufspalten. Sonst wird das nicht ganz so gut verlaufen. So. Rücken wir da mal weiter vor. Angriffskonzentration, sehr schön. Die nächste Stufe der Landdoktrin ist fertig. Dann machen wir gleich nochmal die nächste. Also da will ich auf jeden Fall weiter vormachen, aber weiter nachrücken und alles. Sieht doch gerade recht gut aus. Ich glaube, wenn die jetzt vorgerückt sind, gebe ich denen tatsächlich einen Angriffsplan. Einen unmittelbaren. Das sollen sie einfach hier an dem Gebiet entlang erstmal vorrücken. Einfach quasi einmal. So, ja, das gefällt mir. Das ist ein. Okay, irgendwas tun sie gerade seltsam. Ich glaube, wir müssen die Angriffslinie durchziehen, damit die da vernünftig agieren. So zum Beispiel. Die Maschinen. Aus irgendwelchen Gründen marschieren die über die Frontlinie hinaus. Aber okay, das sollen sie auf lange Sicht dann sowieso tun. Ich werde auch mal die zweite Front quasi einfach hier nach hinten setzen. Dass sie danach gleich weiter marschieren. Und werde das Ganze auch mal in Auftrag geben. Also sie sollen ruhig gleich losmarschieren, sich das Gebiet sichern. Passt soweit. Die haben zu tun. Ich gucke in der Zwischenzeit mal nach, was meine Flugzeuge machen. Wie viele Transportflugzeuge ich habe. 4 Stück immerhin schon mal. Eine Flottenschlacht. Ja gut, das war zu erwarten. Dass ich da jetzt ein paar Verluste mache. Aber gut, das ist kein Weltuntergang. Okay, noch 2 Tage. Gut, die rücken jetzt langsam vor. Sieht schon mal gut aus. Haben wir auch die Verstärkung im Rücken, das ist schön. Schauen wir mal nach Japan. Unsere Leute sind bereit, das ist gut. Wir haben verloren tatsächlich an der Stelle, das ist weniger gut. Was macht denn meine Flotte, die ich hier oben habe? Wo ist meine. Haben die meine komplette Flotte versenkt? Golf von Thailand. Das ist. Da ist nicht mehr viel übrig. Oh. Die scheinen mir tatsächlich eine ganze Menge versenkt zu haben. Was ich komplett verpasst habe. Das ist unschön. Das ist echt unschön. Ich möchte die beiden an der Stelle mal zusammenziehen. Und hierhin verlegen. Das ist. Beziehungsweise Stopp nach Shanghai. Das ist nicht gut. Das ruiniert mir meine Pläne gerade. Die haben meine ganze Flotte versenkt. Wie haben die das denn gemacht? Ich weiß, ich hatte da nicht so viele Schiffe, aber trotzdem irritiert mich das gerade ein bisschen. Das gefällt mir, die Tech. Bessert unsere Truppen hier ein bisschen. Artilleriestufe 5. Sehr schön. Ja, die Raketenartillerie ist gerade. Ich weiß nicht, ist die so interessant? Ich glaube, die benutzen wir gar nicht. Also eher weniger. 43 haben wir. Nachtsicht hier. Nachtsicht ist auf jeden Fall nützlich. Unsere Truppen in der Türkei rücken vor, das ist gut. Oh, da wird gleich der erste Kessel gebildet. Das gefällt mir sehr gut. Und Rumänien steht einfach mal mit 37 Divisionen hier. Wieso auch nicht? Aber die sind deutlich unterlegen, das merkt man schon. Die haben keine Chance gegen uns. Allein schon in Sachen Ausrüstung. Istanbul ist schon gefallen. Ankara wird wahrscheinlich auch bald kommen. Also sieht es bislang sehr gut für uns aus. Da muss ich mich eigentlich gar nicht aktiv drum kümmern. Fallschirmjäger der Stufe 3 sind da. Sehr schön. Damit haben wir sie auf der höchsten Stufe. Und ich werde tatsächlich mal wieder Flottendoktrin hier erforschen. Das will ich haben. Das ist ganz unten. Ich fürchte halt gerade, dass Japan wieder Truppen aushebt und es gefällt mir nicht. Können die sich ja noch besser verschanzen da drin. Tatsächlich, die haben ja fast die komplette Flotte versenkt. Das ist gar nicht gut. Ihr solltet mal in euren Heimathafen fahren hier.
Und da auch bleiben erstmal. Ja, dann hatte ich ja hier rüber geschickt. Ach, die hat noch ihren Auftrag. Jetzt, ja, jetzt kommen die nach Shanghai. Dann wollte ich die noch hier hinschicken. Denen muss ich ihren Auftrag auch aufkündigen, sonst kommen die damit nicht klar. Bitte auch hier rüber. Wie lange braucht ihr? Das wird mir hier nicht gescheit angezeigt, leider. Wir werden es merken, wenn sie da sind. Ich meine, ansonsten haben wir hier alles gesichert. Und daher mache ich mir da erstmal keinen Kopf mehr um das Gebiet. Es wird halt erst wirklich gefährlich, wenn die Sowjets uns angreifen. Die Sowjets haben derzeit eine ganze Menge Divisionen. Ach du Scheiße. Das ist wirklich viel. Ja gut, ich habe selbst fast immerhin 330.000 etwa. Also es geht tatsächlich. Aber das ist eine Menge, was die da haben. Das ist eine ganze Menge. Einen geringen Nachschub, okay. Ja gut, das ist klar, wenn die gesamten Truppen unserer Allianz gefühlt hier in der Türkei stehen. Dass die nicht alle versorgen können, ist klar. Aber die sollten eigentlich auch gar nicht so lange brauchen, bis sie kapitulieren. Ich denke mal, spätestens wenn Ankara fällt, werden sie kapitulieren, werden aufgeben, werden sie keinen Bock mehr haben. Deswegen versuche ich auch gerade mal ein bisschen gezielt davor zu rücken. Gezielt in Richtung der Hauptstadt. Zwei Tagen kommen sie hier an. In dem Moment, in dem Ankara fällt, ist es, denke ich, vorbei. Warschau ist gefallen. So viel zu Polen. Also wenn die jetzt mit keinen Truppen in Ankara stehen, dann haben wir es. Okay, ich habe schon gedacht, das wäre etwas zu einfach gewesen. Die rücken zwar vor, aber brauchen leider trotzdem ewig. Oh, die sind tatsächlich in den Kampf geraten. Und haben keine... Ich habe gar keine Zerstörer. Das ist sehr ungünstig. Ach doch, nee, Quatsch. Ich hab gerade die beiden Seiten verwechselt. Ich bin der mit den ganzen Zerstörern. Das ist eine ziemlich große Feindflotte, also es ist gerade alles andere als ungefährlich. Wollt ihr denen nicht eventuell mal helfen? So, die ein bisschen verstärken. Oh, da ist sogar ein Flugzeugträger dabei, sehe ich gerade. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut für uns aus gerade. Auch dadurch, dass die anderen keinen Kommandeur haben. Oh, die bombardieren gerade erfolgreich den Hafen. Das gefällt mir. Fliegende Festung. Was genau bringt das noch gleich? Strategische die Verteidigung für strategische Bombardierung ist verbessert. Luftunterstützung. Wir nehmen mal die offensiven Formationen. Hier haben wir gewonnen. Da haben wir den etwas versenkt gehabt. Oh, das gibt tatsächlich noch mehr. Ach, das ist hier Ankara, okay. Das interessiert uns erstmal weniger. Das wird bald sowieso Geschichte sein. Hier möchte ich tatsächlich gezielt auf den vorgehen, weil ich muss nach Ankara rein, dann ist es vorbei. Wozu der ganze Stress hier? Ich sollte mich einfach mit allem, was ich habe, die Angriffslinie rausnehmen und einfach mit allem, was ich habe, auf Ankara konzentrieren. Sonst nichts. Ganz simpel. Alles andere ist nebensächlich. Der Kampf tobt immer noch. Wir haben eine ganze Menge Zerstörer mittlerweile verloren. Und ich glaube, ich werde an der Stelle einfach mal... Ja, ich habe ja komplett Handelskonvois umgestellt. Das sollten wir wieder anders machen. Ich baue wieder Zerstörer. U-Boote. Wobei, ich brauche hier Schlachtkreuzer. Oder Schlachtschiffe oder sowas. Wir nehmen den schweren Kreuzer hier an der Stelle und hier baue ich U-Boote. Und die sollen sich doch bitte alle dieser Flotte hier anschließen. Das ist... Welche Flotte ist das?
Die Home Fleet. Achso, und ich brauche neuen Stahl. Da kriegen wir nämlich nicht mehr genug gerade. Wir haben zwar den deutschen Stahl, aber er reicht nicht aus. Okay, wie sieht's hier aus? Wir stürmen auf Ankara zu, aber irgendwie wollen sie nicht so ganz. Das klappt doch. Warum greifen die nicht einfach an, wenn sie schon mit den Truppen dastehen? Wahrscheinlich sind denen die Verluste unnötig hoch oder sowas. Ich würde tatsächlich gerne einfach eine Provinz irgendwie nebendran erobern, damit wir einen Sturmangriff machen können. Ach, ich lasse es die KI machen. Ich lasse es einfach die KI machen. Ich konzentriere mich jetzt hier drauf. Oh, die sind gleich erledigt. Wir haben die amphibische Kriegsführung. Das ist schön. Britannien herrscht über die Meere. Das ist die Marinedoktrin. Die ist gut. Können wir das ziemlich schnell erforschen, den Rest. So, wir haben gesiegt. Wir haben 6 Zerstörer verloren und einen Riesenhaufen unserer feindlichen Schiffe versenkt, was wunderbar ist. Wie viele Schiffe haben die noch? Schon noch einiges, so ist es nicht. Die Home Fleet hat Zerstörer und die Mediterranean Fleet ebenfalls. Dann möchte ich die beiden gerne zusammenziehen. Die Türkei hat kapituliert, das war irgendwie zu erwarten. Gegenüber den Griechen. Viel wird da nicht mehr übrig sein. Oh, die Hellenische Republik, finde ich schön. Den Namen finde ich schön. Ja, ist auch nicht mehr viel übrig von denen. Passt. Dann können wir die Truppen sammeln. Sammeln wir sie einfach mal in Ankara. Dann sind wir nämlich auch bereit, im Notfall die Russen anzugreifen. Sehr schön. Ist auch nichts mehr übrig. Haben komplett kapituliert. Das ist gut. Ein paar Schiffe sind noch übrig. Wir haben weiter einen erfolgreichen Hafenangriff geflogen. Das ist sehr schön. Mittlerweile haben wir ganze 20 Transportflugzeuge. Und die haben mit ihrem Flugangriff nicht besonders viel erreicht. Habe ich die Homefleet noch? Sieht nicht so aus. Wir haben diese Flotte hier. Und wir haben noch... Da bin ich noch eine zweite Flotte hier. Oder übersehe ich jetzt gerade was? Doch, da oben. Da ist die zweite Flotte. Die würde ich auch gerne mal hier in den Hafen schicken, kurz. Und dann verschaffe ich mir schnell den Überblick. Die kann man auch zusammenziehen. Ach, die andere ist noch gar nicht da. Das erklärt natürlich einiges. Stopp. Und beide hier hin und die, die schon da sind... Diese Flotte hier. Das ist doch nur eine Flotte, oder sind das jetzt zwei? Oder ist ein Teil von der Flotte? Ich bin verwirrt. Beide in Heimathafen Shanghai. Ach, jetzt geht's. Okay, es war gerade wahrscheinlich nur ein Bug, dass irgendwas falsch angezeigt wurde oder sowas. Oder auch nicht. Was hat das mit der Channel Force zu tun? Jetzt mal ganz im Ernst, was hat diese Flotte hier mit der Channel Force zu tun? Die sollen sich nicht mit denen verbinden, die sollen... Habe ich die Channel Force hier rüber versetzt, oder was? Ja, habe ich. Egal. Diese Flotte schicke ich alleine los, es ist mir gerade gleich. Ich möchte Geleitschutz machen, und zwar... Da reicht meine Reichweite leider nicht hin. In dem Fall decken wir... Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Das ruiniert mir gerade die Pläne. Da muss ich die Flotte nämlich verlegen. Hier hin. Und das Ding möchte ich ausbauen. Marinestützpunkt. Ja. So, du hast oberste Priorität. 25. Juli, ja, das wird dann nebenher ausgebaut. Wir haben keine Verluste gemacht bei dem Ding. Wir haben geringen Nachschub, weil die Amis hier plötzlich stehen. Unsere Angriffe laufen weiterhin bestens. Die laufen hervorragend. Und was macht meine Flotte jetzt schon wieder?
Patrouilliert hier im Gelben Meer, okay. Okay, stopp. Planänderung, ihr fahrt einfach nur hier rüber. Jetzt. Also irgendwie will das Spiel heute nicht. Ach, die wollen immer noch fusionieren mit der Channelflotte. Warum denn das jetzt? Ihr Idioten. Ja, die sollen zu uns kommen. Okay, dann nehme ich sie beide und schicke die jetzt nach Shanghai. Einfach weiterhin. Und diesen Befehl würde ich eigentlich gerne löschen, wenn es irgendwie geht. Die Mediterranean Fleet, die sollen nicht länger fusionieren. Das kommt mir gerade wie ein dämlicher Bug vor. Das ist ein bisschen nervtötend gerade. Ich erstelle einfach mal eine neue Flotte und schicke alle darüber. Dann geben sie vielleicht Ruhe. Ihr kriegt meinen besten Admiral, das ist er hier. Ihr kriegt diesen Heimathafen, fahrt da bitte hin und perfekt, jetzt funktioniert's. Ja, ich möchte den Auftrag abbrechen. So, so und so. Diese Gebiete sollen geschützt werden, wenn wir schon dabei sind. Okay, wir können einfach nur drei auswählen gleichzeitig. Aber das ist gut, das wird reichen. Kann ich nämlich meine Truppen gleich losschicken. Uiuiui, das ist ein anstrengendes Ding gerade. Mittlerweile kann ich die tatsächlich hier auch auswählen. Wir können sie zumindest, keine Ahnung. Wir können mit ihnen Nagasaki angreifen, theoretisch, immerhin. Braucht ihr dafür irgendeine Vorbereitung? Nein, brauchen sie nicht. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich ein paar Pläne durchziehen. Und wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch. Los geht's. Die Invasion starten alle vier gleichzeitig. Das heißt, sie sich hoffentlich ein bisschen aufteilen müssen. Oh, die... Warum haben die jetzt so eine schlechte Moral? Sollten die... Ist das jetzt euer Ernst? Die sollten noch landen und bereit sein zu kämpfen. Oder verstehe ich falsche Mega gerade falsch? Okay, falls irgendjemand von euch wirklich Ahnung von diesem Spiel hat, erklärt mir bitte, was gerade passiert ist. Das hätte so nämlich nicht passieren sollen. Und warum legen die nicht los? Achso, die sind schon unterwegs. Okay, ich korrigiere mich. Entschuldigung, da habe ich das durcheinander gebracht. Das frustriert mich nur gerade, dass ich meine falsche Mega verbrannt habe. Dass die mir jetzt überhaupt nichts gebracht haben. Und ich nicht genau weiß, warum. Aber gut. Die Amis greifen auch überall an. Das ist perfekt. Wir invasieren, oder... Ja, wir starten gerade gleichzeitig Invasionen. An x Positionen. Tatsächlich ohne, dass das Ganze so geplant war. Aber gucken wir mal. Hier sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich korrigiere, es sieht sehr schlecht aus. Die sollten gleich mal ankommen, hoffentlich. Oder auch nicht. Die scheinen einfach gar nichts zu tun. Oder welcher Krieg ist das? Welcher Kampf ist das? Doch, der hier scheint es zu sein. Okay. Und zu guter Letzt... Ach, das ist der hier. Na super. Keiner meiner Pläne funktioniert. Ich läuft gerade nicht so ganz nach Plan. Wir machen immer mehr unnötige Verluste. Und ich verstehe nicht mal, warum. Normalerweise versuchen die nämlich dann wieder, sich zurückzuziehen. Division anhalten. Division anhalten. Oh, Junge, Junge, Junge. Verstehe einer die KI gerade? Die Spiel-KI. Ich verstehe gerade wirklich nicht, was da los ist, weil gerade läuft es so gar nicht, wie es normalerweise läuft. Und Japan anzugreifen ist echt frustrierend. Ich habe gerade den ordentlichen Batzen Truppen verloren. Von denen ich, wie gesagt, nicht so ganz verstehe, warum ich sie verloren habe. Gerade die falschen Jäger, also das ist gerade echt frustrierend. Weil die sollten normalerweise anlanden und dann direkt bereit sein zu kämpfen. Oder interpretiere ich falsche Jäger gerade falsch? Und als ich das letzte Mal hatte, haben sie nämlich auch genau das gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Da sind sie zwar nicht unmittelbar auf Widerstand gestoßen, aber kurz danach trotzdem.
Grrr. Japan ist gerade ganz schön frustrierend und die Amis werden alle ihre Truppen verlieren. Das waren unangenehme Verluste. So, hebe ich hier mal neue Truppen aus. Die kommen da mal dazu. Die abzüglich von dem Trupp kommen mal ebenfalls da dazu. Erstmal. Die hier sind da drüben, genauso wie die. Und die sind hier unten. Okay. Das lief gar nicht nach Plan. Das lief absolut beschissen, wenn wir mal ehrlich sind. Vielleicht können wir die Truppen ein wenig aufteilen. Auf zwei Armeen nochmal. Und ein paar andere Invasionen machen. Zum Beispiel hierhin. Und hierhin. Ich beiße mir gerade in Japan die Zähne aus und es frustriert mich. Ich glaube, man merkt das eventuell. Die Amis schaffen es halt auch nicht, den Hafen zu sichern, leider. Und sich damit Versorgung zu holen. Polen hat kapituliert. Ungarn ebenfalls. Oh. Das muss ich mir jetzt anschauen, das Abkommen. Polen hat. Die Sowjetunion hat Regionen übernommen. Die Truppen gehören tatsächlich wieder im Deutschen Reich. Okay, das habe ich fast erwartet. Die Sowjetunion hat jetzt zwar die Truppen bekommen, die sie besetzt haben. Lettland und Estland haben sie annektiert. Litauen und Polen haben sie zum Marionettenstaat gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier die Deutschen überrennen und uns Berlin sichern. Deswegen pausiere ich einfach mal kurz die gesamten Befehle von diesem. Stopp. Wir nehmen die gesamte Armee. Die gesamte Armee. Pausieren das, was sie getan haben. Weisen die Division zu. Und stürmen über Deutschland hinweg. Sofort. Priorität hat Berlin. Los geht's. Das bedeutet nämlich auch neuen Stahl für uns. Damit ist außerdem unser härtester Konkurrent um die Gebiete der Faschisten raus. Oh, die Konferenz von Jalta. Der Krieg in Europa schreitet voran. Es ist an der Zeit, dass die sicheren Sieger über die Zukunft des Kontinents beraten. Wir könnten die Sowjetunion zu einer Konferenz einladen, auf der wir darüber beraten, wie das Deutsche Reich nach dem Krieg aufgeteilt wird, um unsere Einflusssphären auf dem Kontinent festzulegen. Also wir können quasi für uns selbst entscheiden. Oder wir würden quasi historisch entscheiden. Das wäre quasi die Möglichkeit, ein bisschen was geht an Polen und die Be Bundesrepublik Deutschland und die DDR werden gegründet. Und ich muss tatsächlich sagen, aus so einer leichten Roleplay-Sicht, wir wollen keinen Krieg mehr. Wir sind Demokraten, wir wollen Frieden. Und das ist uns hier, ist die Bundesrepublik Deutschland eigentlich nur recht. Wir bieten es den Sowjets an. Ich bin gespannt, ob sie zusagen werden. Schweden möchte dem Bündnis beitreten. Oh, gerne. Kann ich denn noch mehr Leute einladen, wie zum Beispiel Finnland? Finnland möchte nicht. Schweden wollte jetzt aus irgendwelchen Gründen. Norwegen möchte auch nicht. Fühlen die sich gerade bedroht von denen? Keine Ahnung, warum sie jetzt dazugekommen sind, aber mir ist es recht. Okay, da stimmen wir weiter drauf zu. Und hier unten gibt es nicht viel zu tun, außer den Amis beim Sterben zuzuschauen. Oh, das Vereinigte Königreich und die Sowjetunion gehen von einem gemeinsamen Sieg über das Deutsche Reich aus und wollen für zukünftige Stabilität in Europa sorgen. Winston Churchill, Josef Stalin und die Staatsoberhäupter anderer Nationen, die sich am Krieg beteiligt haben, haben sich getroffen, um über das Deutsche Reich zu entscheiden. In tagelangen Verhandlungen wurde die Karte des Kontinents neu gezeichnet. Diese neue europäische Ordnung ist aufgeteilt in Ost und West. Es bleibt abzuwarten, ob dies wirklich zu einem dauerhaften Frieden in Europa führen wird. Okay. Ja, Schweden möchte dem Krieg beitreten, das können sie gerne tun. Willkommen, willkommen. Oh, Indien möchte mir wieder neue Truppen geben.
mir gerade nicht sicher, welche Armee welche ist. Der hier können wir die alle anschließen, das weiß ich. Ohne, dass wir irgendwelche Bedenken haben müssen. Ach stopp, das war schon richtig. Die hier gehen auch da rein. Die hier gehen da rein. Und ich würde sagen, die hier gehen ebenfalls da rein. Wir haben einfach eine riesige Armee hier stehen. Und ich glaube, wir werden einfach mal Indien garnisonieren. Oder sowas. Oder wir lassen sie einfach stehen, wo sie sind. Weil zusammenziehen möchte ich die beim besten Willen gerade nicht. Aber das sind auf jeden Fall eine Menge Divisionen an der Stelle. Der Fall von Berlin. Britische Streitkräfte sind in Berlin einmarschiert, worauf das Kriegskabinett die Eroberung der deutschen Hauptstadt nach einem hitzigen Gefecht verkündete. Britische Kommandos schlugen in der Dämmerung zu und eroberten den Flughafen Tempelhof, während gepanzerte Verbände entlang der Frankfurter Allee vorrückten. Nachdem die Reichskanzlei nun unter britischer Kontrolle steht, sind die Kämpfe in der Stadt weitestgehend zum Erliegen gekommen. Der aktuelle Status der deutschen Regierung ist weiterhin unklar, aber man vermutet, dass zumindest einigen Regierungsmitgliedern vor dem Fall der Stadt die Flucht gelungen ist. Verdammt gute Arbeit, Jungs. Und an der Stelle finde ich, das ist ein guter Moment, um wieder mal einen Cut zu setzen. Wir rücken zwar weiter vor und werden so viel sichern wie nur irgendwie möglich für uns, aber wir machen einen Schluss jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns hoffentlich irgendetwas einfallen lassen, um die Japaner zu überrennen. Und wenn ich wirklich Atomreaktoren bauen muss, dann werde ich das tun. Wir sehen uns, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.